Wenn man einen Handwerker nach den eher ungeliebten Aufgaben im Büro fragt, dann wird das in vielen Fällen das Angeboteschreiben sein. Wie man solch komplizierte Heizungsanlagen aber ganz einfach aufbereiten kann, das zeigen wir heute mit Axel Dittmann von MobileOffer. Hey Axel, ne? Hi. Geht los heute, ne? Axel. Alex. Angebot im Handwerk, das ist kein beliebtes Thema. Ja, ganz genau. Also Angebote schreiben in Handwerksbetrieben ist ein großes Thema oder ein belastendes Thema. Das Problem ist ja, dass das die Funktion üblicherweise der Projektleiter ist. Und die Projektleiter sind eh schon durch die Baustellenorganisation stark belastet. Und dann ist das Angebote schreiben in Anführungsstrichen immer so ein bisschen nebenbei, aber natürlich auch eine Drucksituation für die Projektleiter. Und da haben wir uns was einfallen lassen. MobileOffer ist das Stichwort. Was kannst du da tun? Also wie hilfst du da dem Handwerker? Wir haben ja auch eine PDS-Software. Also ihr seid ja keine Handwerkersoftware, ja, im eigentlichen Sinne. Ganz genau. Also wir haben ein Konfigurationssystem entwickelt. Und die Besonderheit ist halt die, dass also der Konfigurator mir Fragen stellt. Ich beantworte die Fragen und allein durch die Beantwortung der Fragen wird das Angebot quasi im Hintergrund erzeugt. Der Konfigurator prüft, welche Produkte kommen noch in Frage, passt die Hydraulik und solche Dinge werden automatisch abgeklärt und dadurch habe ich halt eine hohe Beschleunigung. Das kann ich mir vorstellen, wie wenn ich mir online ein Auto konfiguriere oder ja, ist das ganz ähnlich? Ja, genau, ganz genau. Also wie ein Autokonfigurator, wenn du da, ich sag mal, die Felge A oder die Felge B nimmst, hast du ja auch unterschiedliche Preisanzeigen. Und genauso macht das der Konfigurator. Ich kann dem Kunden also erklären, welche Leistungen er bekommt und kann ihm sofort zeigen, auch was das kostet oder auch was die Alternative kosten würde. So entsteht das Angebot im Dialog. Ich habe also einerseits die Beschleunigung, ich werde schneller. Ich kann nichts vergessen, ich weiß immer, wo ich bin, wo muss ich jetzt weiterarbeiten und kann das Angebot im Dialog mit dem Endkunden erstellen. Dialog wollen wir heute ja auch zusammenführen. Genau. Also wirklich an einem Beispiel. Ja. Wir steigen, würde ich mal sagen, in deine MobileOffer-Erfassung ein, ja, und erfassen für mich mal so eine Heizung. Ja, ganz genau. Wir tun mal einfach so, als wenn du einen neuen Kessel bräuchtest. Ich habe hier schon ein paar Angaben hinterlegt, klicke jetzt auf die Sanierung, sehe dann gleichzeitig auch nochmal, was kann der Konfigurator alles. Ja, also wir können auch Bäder oder ganze Häuser konfigurieren. Wir machen jetzt aber mal den klassischen Kesseltausch und ich schätze jetzt die Gebäudeheizlast aus deinem Baujahr ab. Ich sehe hier links auf der linken Seite im Arbeitsumfang habe ich alle Fragen beantwortet. Stell dir jetzt also die Frage, wie groß ist dein Haus? 164 Quadratmeter. 164 Quadratmeter. Das Baujahr? 1992. 1992. Ich nehme an, es ist kein Niedrigenergiehaus. Es werden auch noch nicht die Fenster wieder erneuert worden sein. Genauso wenig wie die Fassade von 1992. Und dann haben wir aber oder besprochen, dein Dach wurde jetzt nachträglich nochmal gedämmt. So schätzt der Konfigurator jetzt also die Heizlast auf etwa 11 kW. Ich sehe wieder auf der linken Seite, im Bereich Gebäude bin ich fertig, gehe also zu den Heizkreisen. Du hast Fußbodenheizung oder Heizkörper? Heizkörper. Heizkörper gebe ich hier ein, bin wieder fertig, gehe zum Warmwasser. Wie wird Warmwasser bereitet? Mit dem Kessel? Hast du einen Speicher im Keller oder hast du Durchlauferhitzer? Durchlauferhitzer. Durchlauferhitzer, also dezentrale Warmwasserbereitung. Jetzt komme ich zum Arbeitsumfang und lege fest, welche Leistung wir bei dir erbringen müssen. Also wir müssen einmal die alte Anlage demontieren. Wir brauchen natürlich einen neuen Wärmeerzeuger. Die Rohrleitungen sollen isoliert werden. Die Anlage muss in Betrieb genommen werden und elektrisch angeschlossen werden. Und dann kommt die Frage nach dem neuen Brennstoff. Was sollen wir dir anbieten? Willst du wieder einen Gaskessel oder eine Luftwärmepumpe? Wir nehmen wieder Erdgas. Okay, wir machen also einen klassischen Kesseltausch. Du hast ein Erdgasgerät drin. Wir tauschen das durch ein neues Gerät. Die Rohrleitungsisolierung biete ich dir im Standard an. Viel Rohr brauchen wir nicht, deswegen setze ich das auf kleine Rohrpakete. Jetzt gehen wir zu den Demontagen. Wir müssen also den alten Kessel demontieren. Wir können auch die Abgasanlage entsprechend demontieren. Ich nehme an, der alte Kessel war überdimensioniert, das ist ja häufig so. 20 kW hatte der, war ein Heizwertgerät. Und jetzt habe ich also auch hier schon Leistungen ausgewählt, kann dir also beschreiben, was wir tun und sehen hier unten den Preis 281,49 €. Das ging ja schon fast so schnell, dass ich dir kaum hinterhergekommen bin.
Du hast ja quasi ganze Arbeitspakete jetzt schon hinterlegt. Ja, ne? Also von der Demontage über die Neumontage. Und jetzt geht es, glaube ich, nur noch darum, welches Produkt wir wirklich auch wählen. Also ganz was genau. möchte ich da in mein Haus reingebaut haben und das wählen wir jetzt auch noch aus. Ganz genau. Und der Vorteil ist halt jetzt auch der, wir hatten ja gesagt, das Angebot wird im Dialog erstellt. Wir reden ja jetzt auch miteinander. Wahrscheinlich wird der Handwerker mit dem Endkunden etwas anders natürlich reden. Aber du hast ja Zwischenfragen gestellt. Und jetzt könnte natürlich sein, wenn ich normalerweise ein Angebot erstelle, müsste ich mich jetzt wieder reindenken, wo war ich jetzt? Beim Konfigurator ist das anders. Ich gucke also einfach hier auf die linke Seite, weiß also, okay, jetzt muss ich mit dem Kessel weitermachen. Ich würde jetzt in dem Fall ein neues Brötchengerät anbieten. Ja, der Konfigurator setzt auch hier schon wieder die entsprechenden Häkchen, was ich brauche. Und aufgrund der Angaben, die wir vorher eingegeben haben, würde ich dir jetzt dieses Heizgerät hier empfehlen. Da kann ich natürlich auch nochmal ein bisschen ausführen, was kann das Gerät, was ist das Besondere daran. Ich habe dann in deinem Keller gesehen, du hast einen Abwasseranschluss, also biete ich dir noch den Kondensatablauf ohne Pumpe an. Und so gehe ich jetzt als Stück für Stück weiter. Und unten rechts siehst du halt auch immer entsprechend die Preisuhr laufen. Der Konfigurator sagt mir jetzt, ich brauche noch eine Gasleitung. Da wir ja ein Gasgerät schon drin haben, gehe ich an die vorhandene Gasleitung. Mit einem Klick kommt das entsprechende Paket ins Angebot. Jetzt brauche ich noch ein Abgassystem. Da bietet der Konfigurator mir nicht irgendein Abgassystem an, sondern das, was auf dieses Heizgerät passt. Das können ja unterschiedliche Systeme sein. Eine Pumpengruppe brauche ich nicht. Ausdehnungsgefäß, sage ich jetzt mal, in dem Fall will ich auch nicht haben. Die Rohrleitung wählt das Programm schon ganz von alleine aus, je nach Situation, ob ich einen Speicher habe oder wohin überall Rohrleitungen gelegt werden müssen. Dann habe ich die Inbetriebnahme. Auch hier setzt der Konfigurator die Häkchen schon an die richtige Stelle. Ich klicke nur an, dass ich die Inbetriebnahme und die Elektroanschlüsse brauche und kann dir innerhalb von wenigen Minuten sagen, der Preis liegt bei 6.681,36 €. Und noch sitze ich ja, also du kriegst auch direkt eine Reaktion vom Kunden. Ganz genau. Als Handwerker. Ist der Preis stimmig oder nicht? Oder moduliert man noch was nach unten, nach oben vielleicht? Richtig. Zusatzverkauf? Genau, also ich kann jetzt die Reaktion sehen, die du mir gibst. Ja? Kriegst du einen Schreck, der Preis ist zu hoch, dann kann ich dir statt einen wilden Rabatt zu geben, der ja meinen Deckungsbeitrag kaputt zu machen, könnte ich dir eine Alternative anbieten, die vielleicht kostengünstiger ist. Genauso kann ich aber auch umgekehrt sehen, ja, ist da vielleicht noch was drin? Ist der Alex vielleicht auch an der Solaranlage interessiert oder interessiert er sich vielleicht auch für eine Luftwärmepumpe und kann dir die Argumente für die andere Technologie bieten, genauso wie sagen, was es dann alternativ kosten würde. Und jetzt bist du quasi fertig mit dem Angebot. Richtig, ganz genau. Ich habe das Angebot erstellt. Wir können hier oben auch ins Ergebnis sehen. Da siehst du dann einmal, der Preis wird ja nicht geschüttelt, sondern der Preis ergibt sich aus den entsprechenden Unterpositionen, die alle bei uns hinterlegt sind. Wir haben Montagezeiten hinterlegt. Ich lese also im Mobile Offer meine Einkaufspreise ein als Handwerksbetrieb, hinterlege meinen Lohn und dann arbeitet das Programm mit meinen Preisen und mit meinen Angaben, mit meiner Kalkulation. Und das heißt, Mobile Offer ist individuell anpassbar auf jeden Handwerksbetrieb. Und mit der Erstellung des Angebotes ist dann bei uns auch Schluss. Das heißt, ich exportiere das jetzt und alles andere, Bestellungen, Aufmaßerfassung, Projektplanung, nachher die Rechnung stellen, das passiert ja dann alles bei euch im PDS. Und das gucken wir uns jetzt mal an, würde ich sagen. Ganz genau. Das heißt also, ich gehe hier auf den Exportknopf, erstelle dir die Datei und beam dir die eben drüber. Ja, jetzt haben wir einmal Rollen getauscht. Ich bin auf der PDS-Seite unterwegs. Du hast mir ja die Datei eben geschickt und wir wollen jetzt ja den weiteren Prozess auslösen. Mhm. Das heißt, du hast ja gesagt, ab dem Angebot oder dem am besten beauftragten Angebot ist bei euch Schluss und dann geht ja die normale Abwicklung in der Handwerkersoftware Richtig. Los, die Materialbeschaffung, die Einsatzplanung. Ja. Und als Grundlage dafür werde ich jetzt einmal mit einem Knopfdruck oder mit wenigen Knopfdrücken deine Datei übernehmen. Ich habe jetzt hier einmal die Situation eines neuen Angebots, da möchte ich starten. Und wir haben ja extra in PDS hier diese Mobile Offer Import Schnittstelle gebaut, die extra für eure Dateiformate optimiert wurde. Ich finde hier auch meinen Kesseltausch direkt und übernehme den mal in die PDS-Software rein. Und ich denke mal, was man jetzt schon sehr, sehr gut sieht, dieses Lückenlose, ich sage dem Programm nur noch, für welchen Kunden ist das Ganze, also für den Alex Post, sieht man hier ganz gut, dass die kompletten Arbeitspakete, von denen du eben gesprochen hast, sofort in der Handwerkersoftware übernommen sind,
so eine Heizungsanlage jetzt in dem Beispiel, die besteht ja nicht aus 5 Einzelbauteilen, ja, sondern, das weißt du jetzt besser als ich, wahrscheinlich 200. Ja. Und ich muss die nicht nacherfassen, ich muss sie nicht nochmal einzeln den Artikelnummern zuweisen, sondern kann jetzt an der Stelle sowohl meine Preise sehen, als auch das, was jetzt wirklich bei euch vorkonfiguriert wurde. Ja, ganz genau. Also ich sag mal, die Schnittstelle haben wir untereinander abgestimmt. Die Besonderheit an der Schnittstelle ist, dass 100% aller Informationen aus dem Mobile Offer ans PDS übergeben werden. Also du hast im PDS jetzt alle Titel drin, die Leistungen sind sortiert, chronologisch, wie wir es eben gemacht haben, Demontagen, dann die Neuanlage und so weiter. Auch wenn du jetzt ein ganzes Einfamilienhaus oder ein Badezimmer konfigurierst, du bekommst die ganzen Räume rüber, die Raumnamen und so weiter, die Titel, die Langtexte. Bei komplizierten oder großen Projekten kannst du auch nochmal die Kalkulation prüfen oder auch ändern, neu kalkulieren, das Angebot ausdrucken und hast alles da, was du brauchst, inklusive der Stammdatenankopplung. Das heißt, die Artikel sind jetzt auch bei dir an die Kataloge geknüpft. Das Prüfen mache ich jetzt einmal. Also ich nehme mir unser Leistungsverzeichnis und schaue mal, was hat mir Mobile Offer jetzt übergeben. Und wie du sagst, ich sehe jetzt schön auf einen Schlag meinen gesamten Materialanteil, meine Deckung da drauf, meine Montage. Wir haben jetzt hier 29,7 Stunden Montagezeit. Ja. Das ist, glaube ich, ganz realistisch für so einen Einfamilienhauskesseltausch. Genau. Wir haben realistische Montagezeiten hinterlegt. Und wenn man damit nicht einverstanden ist, könnte man das jetzt bei dir auch noch umkalkulieren. Also du könntest ja jetzt sagen, weiß nicht, ich brauche nur 25 Stunden oder brauche ein paar Stunden mehr, weil irgendwas noch gemacht werden musste oder so. Das heißt, man kann das da auch noch nachbessern und halt entsprechend verändern. Ich schaue jetzt aber, bevor ich noch weiter kalkuliere, ob das Material überhaupt verfügbar ist. Das ist ja auch nochmal ein wesentlicher Faktor. Ja. Wenn jetzt der Kunde sofort auch mit der Baustelle beginnen möchte, bekomme ich den Kessel überhaupt? Und auch da kann man ja wunderschön sehen, wie jetzt der Prozess in alle Leistungsketten auch weitergeht. Ja. Dass ich nämlich hier mit einem Knopfdruck auch sagen kann, diesen Kessel gibt es den auch wirklich jetzt im Großhandel oder bei der Industrie sofort in der Beschaffung. Das heißt, ich springe hier auch direkt aus PDS nochmal weiter und guck den eben noch ausgewählten Kessel. Jetzt sehen wir den hier schon, ist er zurzeit überhaupt verfügbar? Und ich sehe, ja, der ist sofort ab Lager verfügbar. Ja. Das heißt, ich könnte auch den Kunden jetzt direkt anrufen und sagen, kann auch bald losgehen, insofern die Mitarbeiter auch Zeit haben für die Montage. Und habe da wirklich so eine Durchgängigkeit dann drin. Ne? Ganz wunderbar. Und also das ist auch das, was mich an dieser Sache Mobile Offer so fasziniert, ist, dass es Digitalisierung, sag ich mal, wie sie Sinn macht. Ja? Also sie belastet nicht zusätzlich den Betrieb, sondern sie entlastet. Und ich verlagere die Digitalisierung quasi schon an den Küchentisch des Endkunden. Das heißt, dort fange ich schon an, mit digitalen Stücklisten zu arbeiten. Wir haben gesehen, die habe ich in Mobile Offer drin. Die kann ich da auch beliebig anpassen, wenn ich will. Ich übernehme sie fließend ins PDS. Du drückst im PDS auf den Knopf und hast es sofort im Portal. Kannst da auch die Bestellung absetzen. Ja, und das ist also ein durchgängiger Prozess. Wir drücken nur noch ein paar Knöpfchen. Ja, wir müssen nichts mehr großartig händisch machen. Paar Knöpfchen drücken, hört sich ja erstmal ganz gut an. Aber wenn ich jetzt Handwerker bin und sage, ich möchte mich da wirklich einarbeiten, was ist da so eure Erfahrung und Einschätzung? Wie schnell geht das? Ja. Preise, glaube ich, habt ihr auf der Homepage, ne? Richtig, ganz genau. Also alle Informationen zu Mobile Offer, was kostet Mobile Offer, was kosten zusätzliche Lizenzen, was kostet die Wartung, findet man auf der Homepage. Wir haben dort auch Termine, wo wir Vorführungen machen. Das heißt, man kann sich Mobile Offer online nochmal ansehen. Auch spezielle Seminare haben wir für PDS-Kunden. Das heißt, da zeigen wir dann auch nochmal das Zusammenspiel mit PDS. Man kann sich online über die Webseite anmelden. Alles auf mobile-offer.de. Ja, und der Einstieg in Mobile Offer, der ist dann halt auch sehr leicht und geht sehr schnell vonstatten. Wir bieten Mobile Offer mit 6 Stunden Einweisung an. Diese 6 Stunden teilen wir auf in 3 Blöcke à 2 Stunden, die wir so über 3-4 Wochen verteilen. Und schon nach dem ersten 2-Stunden-Termin kann der Handwerksbetrieb losarbeiten. Das geht heutzutage sehr schnell. Wir brauchen etwa 1 Stunde für die Installation von Mobile Offer, das Einrichten der Preise. Also wir lesen die Datanormen ein, seine Stundensätze stellen wir ein, seine Zuschlagsfaktoren stellen wir ein, hinterlegen sein Logo, solche Sachen. Dann machen wir 1 Stunde Schulung. Und nach diesen 2 Stunden kann er sofort losarbeiten. Wir zeigen ihm die Übergabe ins PDS und dann kann er losarbeiten. Das Einarbeiten macht er selber. Ja, der Konfigurator ist so leicht und wir haben es ja gerade gesehen, so einfach zu bedienen. Da muss man ein bisschen üben, aber man kann eigentlich sofort losarbeiten. Das ist die Besonderheit.
Ja, finde ich wirklich einen super Überblick, den wir heute einmal bekommen haben, über das schnelle, mobile Kalkulieren, vor allem ja auch von wirklich komplexen Anlagen. Ja. Und das Ganze noch im Zusammenspiel mit PDS finde ich eine tolle Geschichte. Und ja, vielen Dank für den Austausch. Ja, danke für die Einladung, Alex.